Die Portionsgrößen ließen keine Wünsche offen. Dennoch konnte man bei der Eröffnung der diesjährigen Schmankerlwochen in der Berchinger Post nicht von Bergen von Essen reden, eher schon von Essen von Bergen. Denn das diesjährige Motto lautet Gipfel der Genüsse. Es ist so, es gab schon eine Motivation dazu. Der Deutsche Alpenverein, die Sektion Neumarkt, die feiern ja heuer ein großes Jubiläum. Und es war ein bisschen ein Aufhänger. Manchmal gibt es ja so externe Aufhänger, dass wir sagen, okay, da wäre dieses Thema Berg, Bergregionen, Küche, die mit Bergen und alpinen Regionen auch zu tun hat, wäre vielleicht ein Thema. Und die beteiligten Betriebe haben sich dann jeweils halt einen Berg ausgesucht, häufig dann kombiniert mit einem Land, wo der Berg halt dann steht. Und sodass wir auch darüber wieder die verschiedenen Regionen Europas oder der Welt auch in der Küche auch wieder gespiegelt haben. Und so bieten die Wirte unter anderem Spezialitäten aus spanischen und italienischen Gebirgsregionen, Küche aus den Schweizer Alpen, Schmankerln aus der Everest-Region und Gutes vom Hausberg der Neumarkter, dem Wolfstein. Die Köche werden da zu kulinarischen Bergsteigern und das nach 2 Jahren, in denen die Gastronomie ohnehin emotionale Auf- und Abstiege erlebte. Die Schmankerlwochen in Neumarkt zeigten sich aber in dieser Zeit als konstante Aussichtsplattform des guten Geschmacks. Das ist ja das 2. Jahr, das letztlich ja Corona beeinflusst ist. Und es sind die 31. Schmankerlwochen. Und es hätte auch sein können, dass wir die 31. und die 30. nicht hätten durchführen können. Also mal einfach der erste Punkt, der mich wirklich, wirklich sehr, sehr freut. Da gehört Mut dazu von uns vom Tourismusverband, aber auch von den teilnehmenden Betrieben. Und auch unabhängig von Corona gehört ja immer ein bisschen Mut dazu, wenn man sich in die Berge wagt.